So, in den nächsten Dungeon und hier treffen wir auf komisch aussehende Vögel. Können vielleicht Dodos sein oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall sind sie nicht immun gegen unser allseits universal vernichtendes Jojo. Und wir haben eine Bola. Ja. Und ein paar geflügelte Affen, die wir mit der Bola zerstören. Ja, ist schon sehr exotisch, dieses Spiel. Aber das macht es nicht weniger genial, wie ich finde. So, noch mehr geflügelte Viecher. Das war nicht sehr gut. Genauso wenig wie das. Oh Mann, jetzt kommt hier die verdammten Kackaffen. Endlich. So, neue Bonus. Hoch. Ach, Mist. Hallo, es bewegt euch. Da lasst am besten noch Energie. Okay, das sieht gefährlich aus, aber doppelt jetzt genau das, was ich jetzt brauche. Sogar zwei ist noch besser, denn damit ist unsere Lebensleiste wieder gefüllt. Das ist sehr, sehr gut für diese nervigen, skelettierten Straußendinger, nenne ich sie jetzt mal. Au, das kostet mal richtig. Ah, shit. Ah, Mann. Das hat jetzt mal richtig Energie gekostet. Sind wir wieder auf 3 Herzen. So, hier geht das Licht aus. Aber hier müsste der Schalter sein. Jawohl. Weiterzukommen müssen wir nach oben, bin ich mir ziemlich sicher. Ja, da haben wir sogar den Ausgang. Und dort finden wir das Dorf Miracola, in das wir ja gehen sollen. Good luck. Ja, ich mag es eigentlich nicht, wenn man mir viel Glück wünscht. Glück ist was für Taugenichts. Welcome to Miracola. Ich bin ein mutiger Seemann. Ja, wir sind fast auf der See gestorben. Da wird er seekrank von. Und er bleibt lieber hier, ja. So viel zum Thema mutiger Seemann. Na ja, wir kommen aus Amerikola. Da können wir noch nicht rein. Wir müssen erst wieder mit allen sprechen. Bananette. Bananette. Ist schon so lange krank. Ja. I'm Miss Mira 1990. Met Miss Coral. Wer von uns ist hübscher? Ja, du natürlich. Bevor uns die Frau noch über den Haufen haut. Der Chief liebt seine Tochter. Ja, das sollte jeder Vater. Oh, mal wieder ein bisschen Kokosnussmilch für uns. Besten Dank. Auch, dass du dafür kein Geld nimmst, was ich nämlich nicht habe. Ich habe nur Punkte. Das Castle, das Schloss von Chicola. Da sollten wir besser nicht hingehen, aber das werden wir später noch müssen. Und lässt uns auch nicht vorbei. So, jetzt muss ich mal kurz gucken, ob wir hier oben schon rein können. Nee. Der sagt uns, dass Bananette
Bananette. Ich nenne sie jetzt Bananette. So. Bananenette. Was weiß ich. Auf jeden Fall ist sie krank und er will uns nicht reinlassen. Versuchen wir unten unser Glück, denn dann müssen wir zum Chief kommen. Chief Miracola. Du darfst rein. Das ist nett. Ja, das, der Typ hier hängt nur rum. Und das ist der Chief. Ich habe von deinem unglaublichen Abenteuer gehört. Bitte, kannst du mir helfen? Vor einem Jahr erschienen viele Sternschnuppen am Himmel. Und ein komisches Licht erschien. Seit dieser Nacht schläft Bananette und will nicht aufwachen. Bitte helft meiner Tochter, sie ist oben. Man sagt, ein Eremit hat einen geheimnisvollen Spruch und ja, wir müssen ihn finden. Damit wir der Tochter helfen können und im Gegenzug will der Meister unser Schiff reparieren. Klingt doch nach einem echt guten Deal, oder? Eigentlich schon, nur dass der Weg zu diesem Eremit ziemlich weit ist und einige Gefahren mit sich bringt. So, jetzt gehen wir erstmal zu seiner Tochter. Den Namen werde ich ab jetzt nicht mehr sagen. Da habe ich keine Lust mehr zu. Ja. Oh, du bist Mike und wir dürfen rein. Irgendwie sieht das Bett aus wie so eine alte Jukebox oder so. Das dachte ich nämlich früher, das wäre eine Juke-Musikbox oder sowas. Aber das ist die Tochter des Chiefs, die da im Bett liegt. So, und jetzt dürfen wir endlich unseren Freund hier in das Dorf verlassen. Und auf zu neuen Abenteuern. Viel Glück. Ja. Dann wollen wir mal in die nächste Höhle gehen. In den nächsten Dungeon. Whatever. So, ein paar Snakes. Mal eben so austricksen. Nee, ich besiege die jetzt nicht. Ach man, ihr schon wieder. Ach Mist. Los, komm her. Geht das Licht wieder aus. Hier muss man gut aufpassen gleich bei den Schlangen. Wie man sieht hier, die bewegt sich genauso weit nach vorne, wie wir auch springen können. Denn wir können ja nur ein Wasserfeld immer pro Sprung überbrücken. Da muss man halt drauf achten, wie die Schlangen sich bewegen und auch hier bei dem Oktopus. So, da ist das Licht an. Baseballschläger und die Steinschleuder mit. Und hier müssen wir was daran ist, ich glaube Medizin. Ja. Medizin ist sowas wie bei Mega Man Energietank. Mit dem kann man auf Wunsch, ich glaube 5 oder 6 Herzen sowas um den Dreh werden dann wieder aufgefüllt. Oh, ein paar Fliegen. Au, aber nicht sehr nette Fliegen. Schalter. Na, endlich. Das sieht gefährlich aus. So, ich komme wieder heil rüber. Hep, hep, hep und ja. Da ist nichts, aber ein bisschen Energie gibt es da. So, ein Stockwerk tiefer. Und noch ein Stockwerk tiefer. Jetzt sind wir schon ziemlich weit unter der Erde und nähern uns wahrscheinlich dem Mittelpunkt des Planeten oder so. Jo, zwei Leben. Dieses Schild ist so eine Art ja, Glücksspiel. Da kann man sogar auch bis zu zwei Leben verlieren, wenn man Pech hat. Aber wir haben jetzt zwei hinzugewonnen. Und sind bei 5 Versuchen. Ja. Ausgezeichnet mal wieder. Hätte ich gleich auf diesen dämlichen Stein springen sollen. Ach ja. So, eine
Uhr, mit der kann man die Zeit ein bisschen verlangsamen und auch die Gegner. Und das macht sie leichter für uns zu besiegen.